Scharf, schärfer, am schärfsten. Die Erfolgsgeschichte des Kampfmessers KM 2000. Am Anfang steht eine Platte Stahl. Doch kein gewöhnlicher, nein, aus dem Alpenraum ist das edle Metall eigens nach Solingen transportiert worden. Und dieser Stahl wird jetzt verarbeitet. Mit einem Hochleistungslaser werden die Umrisse der späteren Messer aus der 80 Kilogramm Platte geschnitten. Die Härte des Stahls wird auf der sogenannten Rockwell-Skala gemessen. Je höher der Wert, desto härter das Material. Unser Stahl hat 58, das ist ein guter Kompromiss, denn ab 60 ist der Stahl zwar super hart, kann aber auch nur noch mit sehr großem Aufwand geschliffen werden. Unsere KM 2000 Stahlplatte ist inzwischen ausgelasert. Entstanden sind Rohlinge, sehen irgendwie schon aus wie Messer, sind aber noch lange keine. Das zeigt auch unser Zitronentest. Das fertige KM 2000 gibt der Zitrone Saures. Die ausgestanzte Klinge dagegen ist noch stumpf. Es muss also noch etwas passieren. Vielleicht werden ja im nächsten Produktionsschritt aus den Stahlstücken echte Messer. Und tatsächlich, wir sind beim Schleifen. Wassergekühlt werden die Messer von zwei Schleifrollen bearbeitet. Funkensprühen, das gibt's hier schon lange nicht mehr. Das würde das Metall zu sehr belasten. Unter Wasserkühlung erhalten die Rohschnitte einen ersten Schliff. Aber ob das für unsere Zitrone schon reicht? Immer noch nicht. Schließlich handelt es sich hier nur um einen Rohschliff. Im nächsten Produktionsschritt werden die Klingen auch nicht schärfer. Im Gegenteil. Beim Trovalisieren werden sämtliche scharfe Kanten wieder abgeschliffen. Dabei kommen abgerundete Steine, sogenannte Trovalsteine, zum Einsatz. Abgeschliffen, so kann er die Klingen dann auch besser weiterverarbeiten. Die Messer wurden erhitzt, das Gefüge im Metall wurde geändert. Die wurden jetzt abgekühlt, dass man sie wieder anfassen kann mit Handschuhen. Danach werden wir jetzt hergehen, werden die Teile kontrollieren, auf Gradheit richten, um sie dann nach dem Anlass dem Kunden wieder gut kommen zu lassen. Hier beginnen nun die letzten Schritte der Produktion. Und das heißt zum ersten Mal richtig schärfen. Das KM 2000 bekommt seine erste Schnittfläche. Unter Wasserkühlung werden Wellen gesetzt. Der Wellenschliff hat sehr viele Radien, die Sie hier erkennen können. Diese Radien bringen insgesamt einen längeren Schnittweg als eine glatte Schneide. Und durch die Zähne in dieser Welle schneidet das Messer problemlos Taue durch. Die Zähne packen das Schnittgut. Und zeitgleich entsteht nebenan die Scheide für das Kampfmesser. Besondere Anforderungen, die Scheide muss dem Messer Halt geben. Gleichzeitig darf das Messerziehen nicht schwergängig werden. Um das zu erreichen, wurde die Feder im Scheideninnenraum verbessert. Die Klinge ist mittlerweile im Endschliff angekommen. Häufig wird das mit Maschinen erledigt, nicht so beim KM 2000. Da ist das Schleifen noch messerscharfe Handarbeit. Bei so viel körperlichen Einsatz kann auch unsere Zitrone nicht mehr widerstehen. Nach unserem Test ist es dann soweit, die Messerhochzeit. Klinge und Griff werden zusammengeführt. Jetzt noch schnell die Typbezeichnung draufgelasert. Und abschließend gut geölt geht's für das Messer ab in die Scheide. Fertig ist das Kampfmesser KM 2000. Ein Messer, das in vielen Arbeitsschritten entsteht, nur um danach wie aus einem Guss zu wirken.